Yvonne M. 38 starb nach Sex mit ihm. Chefarzt versteckte Kokain unter seiner Vorhaut. Magdeburg, mit Koks machte Chirurg Andreas N. 42 Frauen gefügig, verabreichte manchen die Droge heimlich über seinen Penis. Am Freitag begann am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen ihn, mit Details, die fassungslos machen. Laut Anklageschrift ging der Chefarzt aus Sachsen-Anhalt extrem skrupellos vor. Einer der Anklagepunkte: Vergewaltigung mit Todesfolge. Yvonne M. Kreuz 38 überlebte den Sex mit Andreas N. 2018 nicht. Perfide, der Arzt hatte das Kokain unter seiner Vorhaut versteckt. Die Frieserin, die nichts von der Droge ahnte, bekam nach dem Sex heftige Atemnot, brach zusammen. Sie starb an einer Überdosis. Dabei hatte Andreas N. ein längeres Verhältnis mit Yvonne M., die ihm blind vertraute. Die beste Freundin der Toten sagte im Zeugenstand, Yvonne wollte ihren Mann für N. verlassen. Er war für sie ihr Christian Grey aus 50 Shades of Grey. Verteidiger Olaf Schröder, der Tod von Frau M. war nicht gewollt. Seine Koksmasche probierte N. aber auch bei anderen Frauen aus, um sie gefügig zu machen. Oberstaatsanwältin Eva Vogel, er hat das Kokain verabreicht, um ungehindert weitere Sexpraktiken durchführen zu können. Laut Anklage trug der Mediziner die Droge beim Oral-, Anal- und Vaginalverkehr auf seinem Penis auf. Manchmal kippte er sie auch vor dem Sex heimlich in ein Glas Sekt, das er den Frauen gab, mit schlimmen Folgen. Eine Ärztin baute im Drogenrausch zwei Autounfälle, eine andere Frau wurde bewusstlos, litt an Nervenzuckungen. Der Angeklagte selbst wurde gestern in Handschellen ins Gericht geführt. Zu den Vorwürfen sagte er kein Wort. Der Prozess wird fortgesetzt.